Hey Leute, willkommen zu dieser weiteren Folge von The Forest und ja, natürlich mal wieder zusammen mit dem Flo. Hi. Hallo. Au, ich bin. Ja, auf jeden Fall haben wir gerade ein bisschen an der Mauer hier rumgearbeitet. Wir haben noch ein bisschen was besprochen kurz. Hier ist ein Exe, Mann. Alter, bleib stehen. Ich will dich essen. Nein, jetzt Mann, ich renne gerade zu dem Muluk. Das Spiel ist ja mal mega logisch. Warum? Der Vogel ist einfach ins Wasser geflogen und ist im Wasser gelandet und hat dann sein Leben gekillt. Ich renne jetzt nicht mehr weiter. Okay, cool. Ich lande auch immer als Vogel im Wasser. Natürlich, das sind Wasservögel. Ja, ja. Ganz klar. Pelikane. Wer kennt sie nicht? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen an der Mauer gearbeitet. Noch ein kleines Stückchen da hinten fertig gemacht. Wir müssen jetzt nur noch dieses Ding hier fertig kriegen. Was heißt nur noch? Das ist genug Arbeit. Und, Hast du Hunger? Nö. Eigentlich so gut wie gar nicht. Dann habe ich den Vogel umsonst getötet. Ja, du, ich kann ihn schon essen. Ich habe noch, ich habe 3/4, also ich bin jetzt nicht ganz voll. Ja, ich habe ihn drauf. Ja, ich denke, das werden wir jetzt die nächsten Folgen einfach weiter so machen, wenn wir am Anfang ein bisschen was zu bereden haben, ein bisschen an der Mauer oder am Ende an der Mauer arbeiten. Aber ich denke, dass wir jetzt direkt wieder in Action gehen und wir uns die nächste Höhle suchen, wo wir dann eventuell auch das Tauchgerät finden. Und das wäre auch ziemlich wichtig, denn das brauchen wir für manche Höhlen. Wir bräuchten noch die verbesserte Axt. Brauchst du eigentlich immer noch Aloe Vera? Boah, ich denke schon, also, aber anscheinend macht's mir ja nichts, ne? Das ist das Ding. Das werden wir sehen, meine Freunde. Wir gehen jetzt Richtung Höhle. Okay, wir haben jetzt gerade nochmal geguckt. Wir gehen jetzt zu dieser einen Höhle. Sorry übrigens, wenn wir geguckt haben, aber es hat keiner geschrieben, dass wir es nicht dürfen von euch. Ich habe extra gefragt, dass es halt einfach ein bisschen schneller geht, weil sonst suchen wir uns hier zu Tode. Wir haben nach der Höhle jetzt mal gesucht, wo wir das Tauchgerät finden sollten, angeblich. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob es tatsächlich da ist. Da hinten ist ein Muluk. Wo? Rechts. Wo? Rechts. Zwei, wo? Drei. Wo? Drei Stück sind hier. Wo denn? Rechts, Mann! Ach, da, das ist vor uns und nicht rechts. Wir sind so gelaufen, rechts. Komm. Bist du behindert? So, wir haben jetzt die Höhle anscheinend gefunden. Das ist jetzt die angeblich, wo das Tauchgerät drin sein soll. Da ist mein Haus. Ich hoffe jetzt. Ich steck! Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es tatsächlich hier ist. Wir lassen uns überraschen. Und ich hoffe, dass hier nichts uns überrascht. Das geht schon mal nicht. Hängt da ein Zahn? Ja, voll viele. Nee, ein Finger. Ein Finger. Echt? Ich dachte, es wären Zähne. Ich dachte es auch. Wahrscheinlich rennen uns jetzt wieder so. Ich höre was. Ich nicht. Doch, ich habe was gehört. Nein, da ist nichts. Doch, ich habe was gehört. Da ist nichts. Vertrau mir. Ich find's echt nicht lustig. Ich hab so gehört. Ja, so ungefähr. Da ist einer, ja. Wo? Direkt vor dir. Du bist so blind, ne? Hä? Wie kann man so dumm sein? Ich sehe wirklich keinen. Hast du die Lache gerade gehört? Ja, ich höre es aber. Der ist direkt vor dir. Ach, jetzt! Hä, du bist so behindert, ne? Hä, wie kann man so blind sein? Ja, es sind zwei, die kommen. Ah! Kommen, die kommen. Hilfe, ich muss mal. Ja, geh doch auf den anderen. Was willst du denn machen? Ja, ich muss ja meinen Katana erst aus. Und der andere ist gar nicht da. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, du siehst sowieso nichts. Ja, es wäre hilfreich. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, ich mich auch. Ich wollte gerade sagen, es wäre geil, wenn du die Fackel mal wieder anmachen würdest. Ey, Junge, mein Herz, warte mal kurz. Alter. Da ist einer. Wo? Aber ist es ein Toter? Hä? Das sind Tote. Nein. Die sind. Die schlafen? Die schlafen halt echt. Warte. Oh nein! Kämpf, 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 kämpf. Was, kämpf, rüst aus, rüst aus, rüst aus.
Hey, wie schlafen die im Stehen? Wie dumm das gerade einfach war. Alter, das ist so eine Metzlerei. Vor allem die schlafen einfach und dann stehen die so auf, aber dann stehen wir vor denen. Junge, ich hab voll Hunger gerade. Mach mal die Fackel wieder an, danke. Ist dir aufgefallen, dass wir seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr die Knochen mitgenommen haben? Ja, aber brauchen wir anscheinend nicht. Wir sind halt einfach zu gut. Was? Ah! Was? Ich bin tot! Warum? Geh ganz runter, geh noch eins weiter runter! Schnell! Ich bin runtergefallen! Warte, ich komm. Wie dumm ist das noch bei gemacht? Dir? Ich hab keinen gehört oder gesehen. Ich sehe halt gar nichts. Ne? Schnell! Ich heb dich auf. So. Ey, ich bin da einfach komplett runtergefallen, ne? Bitte Fackel, danke. Und danach kannst du Medizin essen. Ich hab grad dezent Angst. Ich könnte mir vorstellen, dass hier das Tauchgerät ist. Ich könnte mir vorstellen, dass mich gleich wieder irgendein Spast überrascht. Hier, da ist es. Es ist hier. Ja. Yes. Ja, oh nice. Mein Gott. Und wir haben nur gegoogelt, wo die Höhle ist. Und den Rest haben wir selbst gemacht. Bin stolz auf uns. Also das ist richtig stolz. Wo ist das jetzt, das Tauchgerät? Hier. Ja, wir müssen jetzt hier direkt Fragen. Rüber taugen. Taugen. Wir müssen direkt rüber taugen. Habe ich es an? Warte. Ja. Mach mal die Fackel okay. Weg, ja. Mach mal den Stock weg. Dann sieht man es noch besser. Das sieht. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Jetzt packt er das Katana in die Hand. Alter, die gehen trotzdem voll schnell leer. Warte, bleib mal hinter irgendwie. Wo müssen wir denn hin? Ja, hier, tauch hoch. Oh. Hauptsache meiner zündet ein Feuerzeug an. Im Wasser. Ich hab Babys. Wo? Hörst du die nicht? Nein, ich hab noch keinen gehört. Ich bin ja noch nicht neben dir. Die sind, glaube ich, hier am Land. Die sind an dem Land, rechts. Ich sehe sie noch nicht. Ja, ich auch nicht, aber... Doch, jetzt sehe ich sie, ja. Die sind aber da vorne. Mir wird kalt. Oh, mir auch. Lass mal raus. Die sind eher links, da bei dir. Haben die mich schon gesehen? Oh ne, die sind hier in der Mitte! Junge! Wie der auf mich Stort drauf springt. Eins. Ich krieg sie nicht, ich treff sie gerade nicht. Helf mir mal. Zwei. Ich hab mich schon wieder so erschrocken. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Feuer Projekt. Lass mal ein Feuer machen. Ja, mach mal. Warte, ich mach. Das ist tot? Da ist nur eins. Wir könnten auch schlafen, aber ich weiß nicht. Ich nehme die Stöcke mit. Ne, schlafen würde ich nicht mal. Gern. Guck mal, hier ist noch was. Warte mal, du, nicht schlafen, weil dann geht's erstens kaputt und wenn wir zurückkommen, können wir nicht mehr speichern und zweitens habe ich dann wieder voll viel Hunger. Hier sind nochmal Drinks. Hinten. Mann, hier ist nur Soda, ey. Ist so, Alter, die müssen wir mehr Snacks hinzufügen, Alter. Also, ready? Nee, also, wir sind ja hier schon fertig, ne? Nee, da geht's noch weiter. Wo? Im Wasser? Ja. Der Flo hat sich jetzt schon gefreut, endlich wieder zurück. Nee. Ey, Junge, ich habe mich in dieser Folge schon zweimal erschrocken. Was ist das denn? Okay, dann los geht's. Warte mal. Alter, voll dunkel. Ja, ja, Junge. Ja, das ist nicht geil, egal. Und egal, ob diese Musik hast du gehört? Nee. Bei mir war es richtig so. Habe ich wahrscheinlich ausgestellt. Ich warte, bis du die Fackel anmachst. Gerät mal. Ja. Mir ist gerade auch wieder richtig kalt. Nee, mir nicht. Ich wäre dir sehr dankbar, dass du die Fackel mal anmachst. Ja, ich muss erst eine neue machen. Warte, wird mit der Fackel auch warm? Ja, ja, wird warm. Komm her. Oh, bisschen weg vom Wasser wäre vielleicht eine Idee. Sonst guck mal, können wir hier rein? Ja, geh nicht. Hallo! Die Fackel geht uns wieder aus. Dann krieg ich richtig Panik. Oh, Gasflaschen sind hier. Da ist Timmy! Wo? Wo? Oh mein Gott. Wo ist Timmy? Siehst du nicht das Tor hier? Hier ist Timmy. Ich schätze schon. Guck dir das Tor an. Aber wir können nicht durch. Ja, du musst hier was draufpacken. Und was? Ja, nicht das Katana am besten. Jetzt hast du deinen Stock draufgelegt. Nein, du musst mehr drauflegen. Es geht jetzt nur so ein Stück auf. Warte mal kurz. Nimm den Stock weg. Ich schätze mal, dass hier Timmy ist. Eigentlich dachte ich immer, der wäre im großen Loch irgendwo. Warum sollte er? Ja, weil das große Loch jetzt nicht gerade so... Also das ist ja voll unauffällig hier hinten. Junge.
Sollen wir da rein? Ist die Folge jetzt schon beendet? Wir haben gespeichert, Leute. Das ist das Ding. Wir haben gespeichert. Man kann aber nicht mehr drauf tun. Doch, doch. Nein. Doch. Ich kann nicht mehr drauf tun. Doch. Nein. Alter, du... Hast du jetzt was drauf getan? Ich seh's nicht, weil du hast die Fackel aus. Ja, es geht nicht mehr. Doch. Nein! Das Tor geht doch dann auf, du bist so behindert. Aber man kann nicht mehr drauflegen. Doch. Ja. Aha, kann man nicht, ne? Super, dass ich nicht mehr C drücken kann als du. Danke, Jesus Christus. Also, wir haben gespeichert, Leute. Das Tor geht ganz auf, okay. Ich dachte, es geht zu. Ich sag's ja nur. Bereit jetzt? Hier ist eine Axt. Ist sie bei dir auch da? Ja, rostige Axt. Ja, die ist voll gut, glaube ich. Warte mal. Ist es die verbesserte Axt? Ja, ne? Ich glaube, die haben die jetzt dadurch gefunden. Man kann mit der auch blockieren, Schaden, Geschwindigkeit. Also die ist vom Schaden her ist die stärker als das Katana und Geschwindigkeit halt viel langsamer. Ja, ich benutze weiter das Katana. Aber das ist die Axt, das ist die verbesserte, schätze ich. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, wir haben die jetzt endlich mal gefunden. Nice one. Wo müssen bist du? Müssen wir ach, hin? Da. Geht's hier hoch? Nee, ne? Nee. Doch. Nee. Doch. E drücken. Lol. Jetzt bin ich gespannt, ne? Ja, was ist und? Jetzt? Jetzt sind wir draußen. Wo? Draußen. Wo sind wir? Alter, als ob hier was ist. Krass, ne? Krasse Scheiße. Heftig. Das ist echt heftig. Da ist, glaube ich, ein Typ gewesen. Ist vorbeigegangen. Egal, war dann. Krasser Scheiß. Also Mission für heute haben wir auf jeden Fall geschafft, Tauchgerät gefunden. Irgendeine Axt haben wir anscheinend jetzt auch. Und ja. Irgendeine komische Höhle mit irgendeinem komischen Eingang haben wir auch gefunden, meine Freunde. Wenn ihr jetzt sagt, okay, da war tatsächlich irgendwo noch was. Da ist versteckt irgendwo in einem Minigang, Miniloch, was auch immer. Tatsächlich irgendwo Timmy oder ein krasser Endboss, wo irgendwas richtig, richtig Nützliches dahinter ist. Oder ihr sagt, okay, um wirklich, ja, euch schon mal in Gedanken zu rufen, Timmy zu holen, müsst ihr aber noch die und die Sachen machen. Also wenn ihr sagt, okay, ihr habt wirklich schon viel geschafft, aber ihr braucht noch das und das und das und das, bis ihr dann erstmal zu Timmy gehen könnt und gute Chancen dann habt, da auch wirklich was zu reißen. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, schreibt da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war das eine ziemlich produktive Folge. Und ja, ich würde sagen, schaltet am Donnerstag wieder rein. Und ja, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. I'm flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a title.